Lass die Finger von ihm. Warum? Er liebt dich nicht. Ich kann ihn dazu bringen. Tu ihm nicht weh. Dummchen, ich hab doch gesagt, ich werde ihm nicht wehtun. Wag es nicht. Oder was? Du bist nicht meine Mami. Erinnerst du dich? Dein Leben. Du musst gehen. Ich kann mich ihr nicht mehr lange widersetzen. Nein. Los, bring das kleine Miststück um. Nein. Nein. Mia! Nein! Okay, dass man die am Ende noch mal gesehen hat, also da schön in der Ecke, wie sie rangekrochen kommt, das war echt nice. Und was ich auch echt noch feiern würde, vielleicht mache ich mir da echt zu viele Gedanken, aber wenn man am Ende jetzt noch die Möglichkeit hat zu wählen, ob man sie leben lässt und so gesehen eine Familie mit ihr bildet oder natürlich eigentlich nicht, oder sie tötet. Okay, kleines Miststück. Wo zum Teufel bist du? Ja, das Ding ist, ich hätte aber gerne erstmal eine Box. Also, wo vielleicht all unser Krempel drin ist, das wäre so sehr schön. Oder? Habe ich eine Map? Okay, ich habe eine Map. Das ist auch schön. Ja, wieso meine? Ich habe auch eine... Naja gut, vielleicht habe ich doch was gemacht. Aber... Das war so nicht vorgesehen. Oh, okay. Ab in den Sumpf. Ja, Outlast 2 des Größen. Fehlt bloß noch, dass wir jetzt so eine Psychosekte hier auch auf immer finden. Lecker. Jemand Bock auf Fisch? Ich hab hier welchen. Taufrisch. Bisschen angedünstet oder schön gebraten. Yummy. Bin ich jetzt hier richtig oder? Ja. Hör auf, so eine Geräusche zu machen. Du kannst mir sowieso keine Angst machen, also. Obwohl ich bei dem Spiel sagen muss, es ist also nicht direkt Angst, aber es wirkt schon sehr gut. Also ich bin auch echt froh, dass ich das, sag ich mal, vorgezogen habe. Ich kann jetzt mehr Objekte tragen, weißt du? Ich habe sowieso nur ein Objekt, aber Hauptsache erstmal nicht mehr tragen können. Oh, 18. Februar 1892. Es gab einen Einsturz in der Patterson-Mine. Tuan und Beckford sind tot und Huxley wird nie mehr eigenständig laufen können. Der alte Stan hatte recht, der Boden hier ist zu instabil. 19. Februar 1892. Die Firma wird uns keinen Ersatz schicken. Die wollen, dass wir stattdessen Zusatzschichten schieben. Ich kann nicht abwarten, wieder nach Hause zu kommen. Ja. Was? Aber Crombie Salzberg wäre okay. Warte. Beobachten die uns von diesem Hubschrauber aus? Alter, dass man das so scheiße sehen kann. Ich würde einfach mal sagen, ja. Alpha 1, hier ist Bravo 1, bitte kommen. Hier ist Alpha 1, Bericht, habt ihr was? Eine Durchsuchung des Baker-Anwesens hat keine Überlebenden ergeben. Ich wiederhole, keine Überlebenden. Wir fanden aber Hinweise auf einen Kampf. Evelyn? Negativ. Doch wir haben verschlüsselte Nachrichten vom Sohn der Bakers, Lucas, an einen unbekannten Dritten gefunden. Du kannst dir wahrscheinlich denken, wer das war. Das ist großartig.
Er soll im verlassenen Bergwerk südlich des Anwesens sein. Ich werde nachsehen. Roger, wir werden dich an den Koordinaten treffen. Wenn ihr Evelyn begegnet, lautet euer Befehl, sie zu eliminieren. Ich wiederhole, eliminiert sie. Jo, bei Bedarf. Ach, das ist mitgewandert. Wir können das also doch benutzen. Da cool. Was stimmt? Stabilisator? Nö. Und das hatten wir doch schon, ne? Ja. Hab ich hier... Oh Gott. War da? Nee. Ah, schön. Die nehmen wir erstmal alle mit rüber. Nein. Sie ist defekt, aber kann... Okay. Hätte ich das machen sollen? Ich weiß es nicht. Krähenschlüssel, Schlangenschlüssel, Brenner. Ja, gut. Kurbel, Kraut. Kraut wäre vielleicht nicht so schlecht. Oh, Dietrich, ja. Vielleicht sollte ich mich nicht zu sehr vollballern. Jo. Flinte habe ich auch. Warte. Yeah. Oh Gott, warte mal, starker Arznei nehme ich noch mit. Pistolenmunition. Und dann hole ich mir erstmal. Ich hoffe, das war jetzt das Richtige. So. Ja. Reicht genau. Also war es gar nicht so schlecht, dass wir die Münzen... Mit Sicherheit kann man auch alle Münzen mit eben Durchlauf sammeln, aber ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Okay, aber ganz ehrlich, die hebe ich mir für später auf. Nein. Ich hätte aber trotzdem gern das... Ist das Messer hier nicht drin? Habe ich das aus Versehen weggeschmissen? Ah. Warte, ich muss noch mal gucken. Okay, ich habe auch noch 30 Flintenmunition. Das ist gar nicht so schlecht. Ah, hier haben wir das Messer. Okay. Ja, sorry, muss sein. Muss sein. Und da würde ich ja echt mal gerne wissen, wenn wir da jetzt bitte begegnen. Oder das, oder die Dings, die war direkt an Evelyn gedacht. Also die... Na, die Nachricht, die der Bruder da gesendet hat. Das kann natürlich auch sein. Okay. Wir sind erstmal einigermaßen wieder gut aufgestellt. Schön. Und davon habe ich mit Sicherheit so viel übersehen. Das weiß ich jetzt schon. Obwohl das so eine Sache ist, die hätte ich gern gemacht. Also die alle zu kriegen halt. Ja, wir kriegen bloß noch starke Chemikalien. Entschuldigung, ist auch nice. Au, warum? Warte, komme ich hier noch hinters Haus? Wahrscheinlich muss ich da auch hin. Warte. Mann, da war... Och Mann, da ist... Da ist eine starke Chemikalie, Mann. Aua, 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 aua. So. Halt, haben wir hier noch was gehabt? Jo. Komm ich jetzt hier rein? Natürlich nicht. Kann ich hier außen rum? Natürlich nicht. Aua, aua, aua. Aua, aua, aua. Oh Gott. Aua, aua, aua. Aua, 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 aua. Oh. War so geplant. War das so geplant. Ja, ja. Komm, Leute. Mach den Scheiß. Sind die schneller geworden? Warte, warte. Oh, rein da, Alter. Hat doch wunderbar funktioniert. Und ihr habt noch starke Munition. Das ist schön. Also ich glaube, außer von Heilmittelchen sind wir ganz gut aufgestellt, oder? Vielleicht sollte ich den Tag auch nicht vor dem Abend gucken. Also... Ganz
Ich habe schon wieder so ein kleines Outlast-Feeling. Ach komm, Alter. Bitte. Oh, die Ach stimmt, das können wir ja gar nicht stacken. Ich werde trotzdem mal... Mal zwei starke. Das finde ich auch stark. Ich weiß, ich hätte die Dinger auch wegschroten können, aber wozu unnötig Munition verballern, weil ich das sowieso schon mache. Okay. Aua, 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 aua. Ach, ernsthaft? Euch macht das nicht aus, oder was? Kann das sein, dass ich ihn damit getroffen habe? Warte ganz kurz. Alles klar. Alles klar. War, glaube ich, nicht die schlechteste Idee. Ja, natürlich. Kuckuck. Oh. Was habe ich jetzt mitgenommen? Wer weiß. Ach komm. War das echt aus Versehen richtig? Ich hätte noch weiter geradeaus gehen können. Scheiße. Hier komme ich nicht durch. Haben wir hier? Hallo? Irgendwas? Nö. War es doch falsch? Alter, woher? Ja. Warum? Warum lebst du noch? Du Penner, Alter! Warte, 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 warte! Nicht! Nein, hier komme ich ja gar nicht durch! Aua, 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 aua! Bastard! Komm, komm! Nein, daneben! Oh, fuck! Ja, was habe ich denn jetzt noch? Ach, guck mal! Habe ich ja mit dabei! Alter! Hahaha! Oh Gott! Nicht zu früh, Freund, nicht zu früh, Freund. Alter, jetzt. Warum dauert das ewig lange, Mann? So, hat das überhaupt was gebracht? Wahrscheinlich nicht. Außer, dass ich jetzt Ruhe habe. Toll. Ich bin der Beste. Nee. Scheiße. Hä? Kann ich den Wagen irgendwie schieben? Aber wenn ich jetzt eh Ruhe habe, dann kann ich doch eigentlich wieder zurückgehen, oder? Und mal gucken, was da noch war. Wisst ihr was? Das mache ich auch ganz kurz mal. Bitte nicht böse sein, aber wenn ich jetzt hier mal Ruhe habe. Ah, siehst du? Siehst du? Hätte ich eigentlich auch. Ah, nee, ich habe bloß zwei davon. Okay. Ich habe nur zwei davon. Guten Tag. Okay. Nein! Oder? Warte mal. Ist das... Doch, war eine Bombe. Ich hab schon gedacht, weil ich den komischen Faden nicht gesehen habe. Okay. Warum? Eigentlich sollte ich es doch besser wissen.
Grüße, Alter. Ha. Pflänzchen. Warte, machen wir gleich. Na, machen wir wieder zu. Ach so, ich dachte, wir können jetzt was absenden. Alles klar. Gesendet Freitag, 16. Januar 2015, 0.42 Uhr. Dank euch ist mein Kopf jetzt seit einer Woche wieder klar und zurück auf normal. Und sie denkt immer noch, dass sie mich hat. Da müsst ihr echt mal dran arbeiten. Sie sieht nicht nur wie ein kleines Kind aus, sie ist auch genauso blöd wie eins. Mom und Dad sind aber immer noch voll drauf. Ich habe mir Gedanken gemacht. Ist diese Fixierung auf Familie etwas, das ihr eingeprogrammiert habt? Ist ein bisschen krank. Gesendet am Freitag, den 14. November 2015, 2.10 Uhr. Mia, das Mystic ist immer noch irgendwo zwischen, was, Eevee, Märchenland und Realität. Sie kann ziemlich gewalttätig werden, also habe ich sie in eine Zelle gesperrt. Dachte, vielleicht macht das Evelyn ärgerlich. Immerhin ist Mia ihr Liebling und so, aber scheint sie nicht zu kümmern. Sie geht sie sogar manchmal besuchen. Sie denkt, mir ist ihre Mami. Wie gesagt, eure Biowaffe ist nicht ganz dicht. Gesendet am Freitag, dem 1. September 2016, 1.10 Uhr. Evelyns Familienfixierung nimmt langsam Überhand. Sie lässt alle mehr und mehr Arschlöcher von der Straße schnappen und fügt sie ihr Freakshow von einer Familie zu. Vielleicht ist sie es leid, darauf zu warten, dass Mia zu ihr findet. Aber es ist eine Scheißarbeit für mich, weil ich dann den ganzen Schweinkram aufräumen muss, den jemand Neues, was wenn jemand Neues kommt. Übrigens sieht Eevee krank oder so aus. Ihre Haut ist ganz faltig und sie bekommt graue Haare. Soll das so sein? Es ist, als würde sie auf einmal alt werden. Moment. Also entweder verwechselt mein Kopf schon wieder irgendwas. Aber die Omi wird es doch nicht sein, oder? Die ganze Zeit im Rollstuhl saß? Oder kann das? Bin mir nicht so sicher. Dieser Bericht schreibt im Detail die was auftretenden Symptome, wenn das im Inneren der E-Serie gezüchtete Bakterium einen Menschen infiziert. Bitte lesen Sie dieses Dokument aufmerksam durch, bevor Sie mit einem Individuum in Kontakt treten, das durch die E-Serie zur Waffe gemacht wurde. Wird im Nachfolgenden als Schimmelpilz bezeichnet. Primärinfektion. Der Schimmelpilz nimmt Nährstoffe vom Körper des Wirts auf, um sich auszubreiten und übernimmt langsam die Zellen im Körper. Als ein Nebeneffekt davon gewinnt das infizierte Individuum erstaunliche regenerative Fähigkeiten. Ein Experiment entfernten wir Arme und Beine von Testpersonen und fanden heraus, dass sie imstande waren, die amputierten Gliedmaßen in wenigen Minuten wieder anwachsen zu lassen. Mittleres Stadium der Infektion, sobald der Schimmelpilz das Gehirn erreicht, werden die Gedanken des infizierten Wirtes mit denen der E-Serie Vermittlers in Einklang gebracht. Sorry. Der Wirt beginnt, Dinge zu hören und Halluzinationen zu erleben. Bald darauf gerät er vollständig unter die Kontrolle des E-Serienvermittlers. Wenn dieser Zustand anhält, verliert der Wirt jeglichen Sinn seiner selbst. Endstadium der Infektion. Nachdem jede Zelle im Körper vom Schimmelpilz eingenommen wurde, verliert der Wirt langsam seine menschliche Gestalt. Die Form der Mutation unterscheidet sich je nach Fall, aber geht stets von einer enormen Steigerung der körperlichen Stärke einher. Ein Individuum in diesem Stadium einzudämmen ist extrem schwierig. Naja, gut, ein paar Mal haben wir es schon geschafft. Also es geht schon. Es geht schon. 5 Minuten nach Dosis erbrechen. Okay. Dosierungstest. Ist das hier kleiner? Kann das? Oh. Haben wir sowas nicht schon mal gesehen? Was gehört denn da rein? Ich hab nichts, oder? Was? Ah, okay. Nee, warte mal. Bin ich doof? Ich wollte doch gerade sagen. War das vielleicht ein Fehler? Okay.
Ah, E-Nekrotoxin. Zerstört Zellmaterialien aller Individuen, die auf der E-Serie Biowaffe basieren. Nur für die Beseitigung von E-Serien-Objekten zu verwenden. Das Toxin muss von der Verwendung stimuliert werden. Okay. Geben Sie dazu eine Probe von E-Serie-Zellen in den... Ja gut, das haben wir ja gemacht. Also das heißt, unsere geheime Waffe gegen Evelyn. Oh, was haben wir denn hier noch? Das könnte ein bisschen dauern. Dieses Projekt wurde 2000 als eines von mehreren Konzepten im Rahmen des NextBES-Initiative Next Generation Experimental Battlefield Superiority der Firma initiiert, um unterstützt durch technische Hilfe des HCF eine Biowaffe zu entwickeln, die feindlichen Kämpfer mit minimalem Direktkontakt in großem Stil neutralisiert. Der NextBES-Initiative wurde später abgewickelt und alle Ressourcen wurden zu diesem Projekt umgeleitet. Was dieses Projekt stark von konventionellen Waffen unterscheidet, ist die Fähigkeit, feindliche Kämpfer zu Mitstreitern zu machen, gegnerische Elemente zu willigen Dienern. Da dies die Kosten nicht nur für die den Umgang mit Kriegsgefangenen, sondern auch für den eigentlichen Kampf praktisch auf Null reduziert, ist kein Wunder, dass und selbst die Organisationen von sich darauf stürzen. Das Projekt würde gar nicht existieren, wäre dort nicht die Entdeckung von gewesen. Dem erstaunlichen fortgeschrittenen Vicarians Evolutionsfungus, den wir gewöhnlich als Mutamycid bezeichnen. Die Herstellungsmethode jeder Biowaffe sah vor, dass Mutamycid-Genom, Alter, ein Wort, einen menschlichen Embryo vor dem vierzelligen Stadium zuzuführen und diesen dann über einen Zeitraum von 38 bis 40 Wochen in einer kontrollierten Umgebung zu kultivieren. Die daraus resultierenden Organismen wurden als Kandidaten bezeichnet und nach ihrer Nutzbarkeit kategorisiert. Von der impraktikablen und fehlerbehafteten A- bis D-Serie bis zur perfektionierten E-Serie. Als äußere Erscheinung wurde einheitlich die eines etwa 10-jährigen Mädchens ausgewählt, um die einfache Integration in Stadt- und Flüchtlingspopulation zu gewährleisten. Macht leider Sinn. Das erste Exemplar der E-Serie, genannt Evelyn, erwies sich als fähig, Mutamycid, nach Belieben aus ihrem Gewebe auszuscheiden. Es muss auch angemerkt werden, dass Evelyns Mutamycid, wenn es ein Wirtorganismus zugeführt wird, diesen eine tiefgreifende Kontrolle über den Körper und Geist aufzwingt. Wir müssen noch viel über den Mechanismus lernen, mit dem Evelyn diese Kontrolle erreicht und aufrechterhält, aber die gängige Theorie ist, dass der Überträger der Autoinduktor Pheromonen ähnelt, die Bakterien der Art Pseudomonasis, ich hoffe, das war jetzt richtig, für Quorum benutzen. Ihr seht ja, was da steht, Alter. Evelyns Kontrolle manifestiert sich in einer Reihe individueller Stadien, von denen das erste Halluzination ist. Fast sofort nach der Infektion sieht der Wirt Erscheinungen von Evelyn, obwohl sie nicht tatsächlich anwesend ist, und hört sogar ihre Stimme, die von niemandem sonst wahrgenommen werden wird. Moment. Nee, Quatsch, das war Mia, die ja noch infiziert war. Anscheinend. Interviews mit infizierten Testpersonen über alle Stadien der Infektion zeigen, dass Evelyn zunächst wie ein normales, junges Mädchen auftritt, das manchmal Gesellschaft oder Hilfe anfragt. Mit der Zeit fängt sie aber an, immer extremere Forderungen zu stellen, unter anderem Selbstverstümmelung und Angriffe auf andere Menschen. Der durch ausgelöste psychologische Schock hilft, die natürlichen Barrieren des Geistes gegen Evelyns Gehirnwäsche aufzulösen. Und wenn die mentale Kontrolle einmal erreicht ist, hat sich der Infektion durch die Zellen des Körpers ausgebreitet, sodass der Körper... Alter. Aber na gut. Bei Outlast war da teilweise ein paar Wörter noch schwieriger. Würde ich fast sagen. Hatten wir das schon?
Evelyn ist das... Nee, haben wir noch nicht. Evelyn ist außerdem in der Lage, Organismen mit Myzellen, den fadenförmigen Zellen eines Pilzes zu erschaffen. Der Begriff Organismus wird hier weit gefasst. Streng genommen handelt es sich dabei um Superorganismen, die aus zahllosen Myzellen bestehen. Wichtig ist jedoch, dass diese einen starken Überlebenstrieb aufweisen und sich schon bei der leichten Provokation wild verteidigen. Ihre pilzartige Widerstandskraft und beeindruckende Stärke verleihen ihnen ein signifikantes Potenzial für den Kampfeinsatz. Die Forscher haben diese Superorganismen, Molded getauft, angelehnt an die Wörter Mold, Schimmelpilz und Molded geformt. Ist das nicht dasselbe Wort? Eine mehrdeutige Bezeichnung, der eine gewisse Eleganz nicht abgesprochen werden kann. Für die Behandlung von unabsichtlichen Infektionen kann eine spezielle fungizides Serum gewonnen werden, in dem Gewebeproben von Evelyn unterzogen werden. Das Serum einer infizierten Person zur Injektion sorgt für eine Kalzifikation der Myzelien, aber wenn die Zellen der Person schon weitgehend befallen sind, ist das Serum tödlich. Da das Behandlungsfenster so klein ist, ist die Hauptfunktion des Serums die Eliminierung von infizierten Individuen und nicht deren Heilung. Während wir das Potenzial des Serums untersuchten, fanden wir heraus, dass wir dessen Effekt aufs Äußerste steigern konnten, wenn wir es aussetzen. Wodurch ein Präparat entstand, das wir jetzt E-Nekrotoxin nennen und das selbst in kleinsten Dosen wahrscheinlich tödlich wirkt oder so. Besonders interessant an Evelyns Verhalten ist ihre Fixierung auf das Konzept der Familie. In Experimenten wurden infizierte Personen bei verschiedenen Gelegenheiten dazu gebracht, als ihre Mutter oder Vater aufzutreten und Evelyn wie ihre eigene Tochter zu behandeln. Danke, ihr Arschlöcher. Warum hat sie sich auf Familie als Thema ihrer geistigen Kontrolle festgelegt? Es ist reine Spekulation, aber es könnte sein, dass sie instinktiv versteht, dass eine Familieneinheit sich besser dazu eignet, sich in soziale Gruppen einzufügen, als ein einsames Mädchen. Andererseits, nun, ein sentimentaler Mensch könnte sagen, dass sie einen von ihr wahrgenommenen Fehler von Liebe in ihrer abgeschirmten Aufzucht kompensieren möchte. Die Liebe der Eltern. Alter. Ganz ehrlich, ich hoffe nicht, dass wir jetzt noch so einen Schriebs finden. Ich will ja auch mal weiterkommen hier. Wo bin ich denn hier überhaupt? Doch, ist richtig. Guten Tag. Ja, das ist schön. Wie viel Platz habe ich noch? Ein bisschen was. Das lassen wir mal, die Kräuter lasse ich auch. Ich habe noch Schießpulver, ne? Ich habe kein Scheißpulver mehr. Habe ich hier noch Scheißpulver drin? Shit, habe ich nicht. Dann würde ich mal das rüberpacken, wenn wir eh keins haben. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie voll das Gefühl... ist hier eine einzelne Flammgranate drin. Wo ist sie denn jetzt hier? Nicht doof? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir das sehr weit brauchen. Auch wenn es bloß ein paar Schuss sind, aber das ist ja erstmal egal. Schwungschüsse, Brenner... Ich habe noch 10 mal Schießpulver, warum? Hä, wo sind jetzt die 3 verkackten Patronenbomben mit Schanzunterbrüche an sich auch? Bin ich bescheuert? Ich habe doch irgendwo 3 Patronen gehabt. Ja, du brauchst gar nicht hier so zu atmen. Ach, hier, meine Fresse. Ja, kurz.
Okay, das kann auf jeden Fall weg, das kann auch weg. Ich probiere, ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt alles so mitschleppen muss, aber es fühlt sich halt für mich echt nach langsam am Ende an, deswegen. Das auch mal rüber, das auch mal rüber. Das lasse ich nochmal. Und an sich müsste ich ja eigentlich einen Granatwerfer noch mitnehmen. Habe ich nicht noch mehr gehabt? Drei? Hatte ich nicht noch mehr gehabt? Anscheinend nicht. Pass auf, pass auf, pass auf. Nein. Das muss noch rüber. Okay, dann das Übliche. Ihr kennt das Späßchen, ja. Und dann mal gucken, weil ich glaube nicht, dass das so einfach sein wird, dass wir bloß die Spritze reinhauen und dann war's das. Okay, wie habe ich denn jetzt die Aufteilung? Gut, besser ist das. Nee. Ich bleib erstmal bei der. Okay, vielleicht ist das auch Kokolores, was ich gerade gemacht habe. Aber wir werden es sehen. Hallo? Alter, warum ist das so verwinkelt hier? Okay, wenn ich jetzt noch mehr Zeug finde, was ich auch stacken kann, wäre ganz nice. Warte, warte, warte. Hier scheint es wirklich lang zu gehen. Ich habe auch immer das Glück, dass ich gleich die Wege finde, wo ich hin muss. Bombe können wir noch nehmen. Können wir nicht mehr nehmen. Schade. Und ja, ich weiß, ich habe immer noch rote Klecks im Gesicht, aber ich will mich erst so spät wie möglich heilen. Wenn wir jetzt schon ein richtig gutes Heilmittel dabei haben. Wo bist denn du? Aber halt. Jetzt hören wir sie ja doch. Das heißt, eigentlich müssten wir immer noch infiziert sein, oder? Gott. War nett, Warum? Scheiße! Oh Gott! Nein, ich kann keine Pflanzen mehr auf. Doch. Aua, 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 aua. Haha. Ihr könnt gar nichts. Tschüss. Ja. Warum? Nein. Aua. Okay, das war einmal nichts. Ich beachte die gar nicht. Okay, dich muss ich anscheinend beachten hier. Komm, hau ab, Mann. Aua, aua, aua. Nein, Alter, du sollst... Alter, schieß doch mal, Junge. Au. Hau ab, Junge. Ist der... Fuck. Oh, nächster Versuch. Scheiße! Genau. Warum? Alter! Oh, diese... wo zum Geier? Ach. Nein, warum muss ich auch gerade jetzt nachladen? Alter, Alter. Stirb! Stirb! Gott! Oh, fuck, 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 oh, 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 oh. Ich hab das Schwert zum Heilen, Alter. Warum hab ich das Schwert zum Heilen? Tschüss. Lass mich bitte durch. Alter.
Alter. Vielleicht wäre die Schrot doch besser gewesen. Ich weiß es nicht. Ja, ich sollte mir auf jeden Fall erstmal mehr zum Heilen reinballern, oder? Hilfe. Warte. Okay. Warte mal, das möchte ich eigentlich gleich benutzen. Oh, fuck, okay. Auf geht's. Scheiße! Wir machen das schon. So, Pflanze mitgenommen. Was willst du jetzt schon wieder hier? Alter, Herz. Ich hoffe, du hast Spaß, du blöde Kuh. So. Mann, die kommt von hinten. Schieß. Oh. Nee. Au. Warte. Och, lecker. Wie denn, Alter? Wie willst du hier raus? Oh Gott. Ist nicht dein Ernst. Au. Ist das vielleicht der falsche Weg, da einfach durchrushen zu wollen? Alter. Ich werde es jetzt mal ganz langsam versuchen. Ich meine, dann treffe ich auch besser. Verschwende ich so viel Munition. Ich muss zwar jetzt sowieso wieder ordentlich Serum gleich herstellen, aber Alter.